Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir das hier. Bailey's Cream Dessert Salted Caramel. Eigentlich rührt man es mit 250 ml Milch und 200 ml Sahne an. Da ich aber weniger gehaltvoll haben möchte, habe ich mir Müllermilch Vanille mitgebracht. Und wenn es dann nicht reicht, füllen wir einfach ein bisschen Milch mit rein und wir testen was zusammen. Und zwar habe ich in einem amerikanischen Forum gelesen, dass man hier diese Silikondeckel, die eigentlich für Gläser sind, wunderbar hier reinmachen kann und angeblich soll dann überhaupt kein Hubbel mehr kommen. Ich werde das jetzt testen, dann entscheiden wir, ob wir es für gut befinden oder nicht. Ansonsten habe ich jetzt 10 so Deckelchen hier in verschiedensten Farben für Gläser im Sommer draußen. In diesem Paket ist einmal das Pulver drin zum Anrühren. Also ihr müsst gucken, dass ihr das richtige Tütchen nehmt, weil wir haben dann auch noch ein Glasur. Da ist dann Karamellsoße, könnt ihr dann am Ende noch anrühren zum drüber machen. Und so ein paar kleine Schokokügelchen, wenn man möchte, zur Deko. Und dann kommt sie in den Gefrierschrank. Ich muss jetzt mal gucken, ob das hier überhaupt funktioniert. Und ob das dann überhaupt schmeckt, wenn ich jetzt noch Vanillemilch mit reinmache. Aber wir probieren es aus. Ich habe die Dinger hier bei Rewe gefunden. Ich schätze aber mal, die sind irgendwie noch von Weihnachten übrig, weil die sind nicht lange haltbar bis August. Müssen wir halt ein bisschen schneller Eis essen. Ich nehme mal hier die Müllermilch. Ich rühre das jetzt hier einfach mal. Die rühren wir jetzt einfach mal, verteilen wir das hier. Da sind noch anscheinend so Schokostückchen schon mit drin. So, jetzt haben wir das hier alles schön verteilt. Ihr seht, hier sind jetzt so ein paar Schokostückchen. Die werden vermutlich zum Boden absinken. Da können wir nichts dran ändern. Jetzt tun wir hier mal noch ein bisschen Milch auffüllen. So, verrühren das Ganze nochmal. Ich habe zwar so ein bisschen meine Bedenken, dass der Silikondeckel jetzt oben drauf liegen bleibt, aber wir probieren es aus. Mehr können wir auch nicht machen. Und dann machen wir morgen einfach Eis da draus. Also, er passt so rein. Hält. Super. Ich stelle es jetzt erstmal so in den Gefrierschrank. Wenn es gefroren ist, mache ich das Silikonding ab und mache den richtigen Deckel drauf. So, wir sehen uns morgen und machen Bailey's Salted Caramel Eis. Vanilleeis, Protein. Bis morgen. Ja, so, dann machen wir jetzt mal Eis. Erstmal gucken wir, wie das mit dem Deckel hier geklappt hat. Wir machen ihn mal ab. Na, muss man ein bisschen an der Lasche ziehen. Ja, aber dann geht er ab. Oh, sieht gut aus. Es ist auf jeden Fall nicht so ein großer Hubbel drin wie sonst. Ich lasse es jetzt einmal komplett durchspinnen auf Light Ice Cream, weil wir ja nicht so viel Fett drin haben. Und dann ist es halt einfach besser. So, erster Durchlauf ist durch. Wir gucken mal rein. Ich glaube, es könnte ein Respin gebrauchen. Es sieht jetzt so aus. Ziemlich fest und wie ich vermutet habe, sind die ganzen Schokostückchen am Boden und da kommt natürlich auch der Rührer nicht dran. Ich mache jetzt einmal Respin. Ja, das sieht doch mal richtig gut aus. Guck mal her. Das ist mal so, wie wir es haben möchten. Was ich jetzt mache, ich werde diesmal ein paar Karamellstückchen mit reinmachen, aber auch guck mal hier, wie schön das jetzt ist. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das durch das Mix-In nicht zu weich wird, aber es sieht richtig gut aus. Ich mache diesmal ein paar Karamellstückchen rein, aber nur auf die halbe Etage, sag ich mal, weil ich ja jetzt nicht den ganzen Pott esse. Und wenn ich das dann später nochmal durchlaufen lassen würde, dann würden die ganzen Sachen zerhackt werden. Deswegen machen wir jetzt ein kleines Loch in die Mitte hier. Da fülle ich jetzt ein bisschen Chunks ein. Ich habe hier Karamellchunks, die tue ich jetzt rein. Nur für euch, nur fürs Fernsehen, aber auch nicht so viele. So, das sind vielleicht, ist nicht viel, aber das Auge ist mit. Ich habe das Ganze komplett durchlaufen lassen von Anfang an, weil ich immer finde, einmal komplett, dann ist alles richtig durchgemischt. Weil ihr habt gesehen, die Schokolade setzt sich am Boden ab, je nachdem, wenn ihr andere Zutaten habt, die ein bisschen schwerer sind, die senken dann nach unten. Und wenn ihr es komplett durchlaufen lasst beim ersten Durchlauf, dann habt ihr auch den vollen Geschmack. Ansonsten könnte es oben ein bisschen dünner werden. Wir machen jetzt auf Mix-In und auf Top. Oh, boah, sieht das geil aus. So, auf diesem Status sind wir jetzt. Und jetzt gucken wir mal.
Schon fast ein bisschen zu weich, aber es lässt sich gut kugeln. Hätte vermutlich gar nicht den Respin unbedingt gebraucht. Aber guckt euch an, wie schön das aussieht. Mal 3 Kugeln. Nee, wir machen 4 heute. Seht ihr, es ist schon ein bisschen zu weich. Wenn es so ist, dann könnt ihr es auch wieder im Prinzip in den Gefrierschrank stellen, damit es wieder ein bisschen fester wird. Heute hauen wir mal alles raus. Nur für euch, nur fürs Fernsehen. Machen wir ein bisschen Sahne hier drauf. Naja, ein bisschen ist gut, ne? So, was machen wir noch drauf? Ich habe natürlich auch die Karamellsoße angerührt, die dabei war. Da tun wir jetzt so ein bisschen drüber. Boah, sieht das lecker aus. Ich mache noch ein bisschen Seesalz drauf, grobes Meersalz. Wir haben ja Sea Salted, aber wirklich nur ein Pinch, ganz wenig. Und hier sind die kleinen Stückchen, die dabei waren. Guckt es euch an. Oh, ist das geil. Hier, schaut mal hier. Jetzt müsste es auch noch schmecken, das wäre das Allerbeste. Ich probiere mal. Also vom Löffelgefühl ist es schon super cremig. Oh, ist das geil. Mmh. Boah, ich hoffe, Baileys Eis kriegt man das ganze Jahr über. Das ist so lecker. Wenn ihr Karamell mögt, das ist richtig. Es ist eine 10 von 10. Oh, ich weiß natürlich nicht, wie es geschmeckt hätte, wenn ihr es nur mit Milch angerührt hättet, wie man es anrühren soll. Ich habe, wie gesagt, die Vanilleproteinmilch genommen und ich esse das jetzt komplett auf und mache euch die Nase lang. Also absolute 10 von 10, absolute Empfehlung. Probiert es aus. Die Mischung ist perfekt, auch mit dem Vanilleproteinshake. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.